Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ein Dr. Dietrich Klinghardt, ein Dr. Kurt Mosetter oder ein Dr. Med. Joachim Mutter, große Namen, arbeiten alle mit meinem Gast zusammen. Und wer das ist, das sage ich Ihnen gleich nach dem Intro. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Und mein Gast ist der Dr. Med. Ulrich Volz aus Kreuzlingen. Ganz herzlich willkommen, lieber Ulrich. Große Namen einerseits, und das hat alles seine Gründe, wie du mir erzählt hast. Sie sind auf dich gestoßen, weil sie auf der Suche waren nach anderen Lösungen innerhalb der Zahnheilkunde. Sie haben Keramik gesucht. Du bist Weltmarktführer im Bereich Keramikimplantate. Und da möchte ich mit dir ein bisschen darüber reden. Über Keramik, aber andererseits auch über Titan. Denn ich stelle fest, noch ganz viele Menschen haben Titanstifte drin oder sogar Kronen. Und was man davon halten sollte oder was für Gefahren die Menschen laufen, das möchte ich heute von dir hören. Nochmals herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Legen wir los. Wie bist du auf Keramik gekommen und was hältst du von Titan? Auf Keramik kam ich im Prinzip dadurch, dass ich meine Doktorarbeit über Amalgam gemacht habe und damals lernen durfte, dass Metalle in der Mundhöhle nicht so unbedenklich sind, wie wir es ursprünglich im Studium gelernt hatten. Und es hat dann dazu geführt, dass ich in meiner Assistenzzeit damals schon Amalgam verweigert habe, sozusagen, und dann mit meinem Chef damals besprochen habe, dass ich die Patienten aufkläre, informiere, was für mich ja leichtes war, weil ich über meine Doktorarbeit das Wissen bezüglich Amalgam hatte. Und die Patienten waren dankbar, haben sich sehr gerne dann Goldinlays damals machen lassen. Und dann kam ich in meine eigene erste Praxis im Jahr 91 in Meersburg damals, aus der später dann auch eine Klinik wurde. Und ich hatte das Glück, dass ich sehr früh an die Entwicklungen von dem Professor Möhrmann, hieß der, glaube ich, damals, das war die Universität Zürich, waren die ersten, die computergefräste Keramik-Inlays hergestellt haben. Muss ich vorstellen, im Jahr, das dürfte 92, 93 gewesen sein, da hatte man schon ein Gerät, mit dem man die Präparation, also wenn man eine Füllung rausnimmt, dann gab es gewisse Präparationsrichtlinien, wie der Kasten dann im Zahn aussehen muss. Der wurde dann eingepudert und dann wurde mit einer Kamera der Zahn abgescannt. Und man hatte damals eine 3,5 Zoll Floppy Disk, die musste man für jedes Inlay wieder neu wechseln. Ja, ich weiß nicht. Ja. Und dann hat man, ganz am Anfang gab es nur eine Achse und eine Scheibe, mit der man das Inlay rausgeschliffen hat. Und da gab es gewaltigen Widerstand. Also die Kritiker haben gesagt, Kunststofffüllung mit Keramikkern ist ein Verbrechen, was man da macht und so weiter. Aber ich habe damals gesehen, dass man schon sehr, sehr präzise Inlays herstellen konnte, also Füllungen damit. Der Nachteil war, man musste die gesamte, dieses Berg-Tal-Relief des Zahnes, musste man quasi wie Michelangelo daraus arbeiten. Musste man also schon gewisses handwerkliches Können haben. Ich habe damals, war ich schon überrascht, wie präzise diese Keramik-Inlays waren. Und heute ist nicht mehr wegzudenken. Wir sind in der vielleicht 6., 7., 8. Generation. Es ist heute präziser als jeder Abdruck, den man nehmen kann mit einer Abdruckmasse. Weil ja jedes Material dehnt sich aus oder kontrahiert. Und Gips kontrahiert, Abdruckmasse dehnt sich aus. Aber ein Scan ist eben einfach, wird jedes Jahr noch präziser. Und dieser sogenannte digitale Workflow ist heute in der Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. In unserer Klinik haben wir gar kein Abdruckmaterial mehr. Das heißt, da kommt kein Abdrucklöffel mehr in den Mund, wird ein Abdruck gemacht. Weil schon das Wort Abdruck zeigt ja, dass das irgendwo nicht präzise sein kann. Für den Patienten auch nicht angenehm. Wir haben dann oft einen Würgereflex und so weiter. Anyway, ist es so, dass wenn man da denkt, dass die damals in Zürich 1992 schon das in die Welt gesetzt haben, was sich eigentlich jetzt erst über 20 Jahre später, fast 30 Jahre später eigentlich so richtig durchgesetzt hat. Als Standard. Ja, als Standard, dass man nur noch einen Scanner reinhält und einmal durchscannt und dann komplett digital arbeitet.
Entschuldigung, diese ganz kurze Werbeunterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten, denn das hilft nicht nur uns für die Verbreitung dieser Sendungen, sondern wir können damit auch viel, viel mehr Menschen erreichen und ihnen Hoffnung damit schenken. In diesem Sinne, danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß. Und damals habe ich schon dann für mich entschieden, ja, meinen Patienten habe ich eine lebenslange Garantie einfach gegeben auf die Keramik-Inlays. Und es ist tatsächlich so, dass ich von 30.000, die ich gemacht habe, musste ich vielleicht 20 gratis auswechseln. Aber natürlich, sagen wir mal, als junger Zahnarzt der Marketing-Effekt, dass ich das Selbstbewusstsein hatte, lebenslange Garantie auf meinen Inlays zu geben, war gewaltig. Mutig. Tausende von Patienten kamen, haben sich das machen lassen. Und dann habe ich gesehen, okay, Keramik ist ein toller Werkstoff, sieht super aus, ist ästhetisch und sehr, sehr stabil. Es war extrem selten, dass Frakturen aufgetreten sind, wenn man die Regeln eingehalten hat, bis auf den heutigen Tag. Sie sind auch fast alle noch drin. Sicherlich zu 98%, 99%, macht 30 Jahren, das ist gewaltig. Und dann waren es eigentlich die Patienten, die auf mich zu... Ja, nee, dann kam der nächste Schritt der, dass dann kam neues Material, das man aus den Hüftgelenken schon kannte seit 40 Jahren, das Zirkoniumdioxid. Das ist eine Hochleistungskeramik, die auch mittlerweile auch macht die Uhrenindustrie, machen die Gehäuse aus Zirkonoxid. Dann in der... Ich glaube, verdichtetes Glas, oder? Nee, ist ein sogenanntes Metalloxid, wie Aluminiumoxid auch. Also Hochleistungskeramik, auch zum Beispiel als Bremse in Rennwägen wird Zirkonoxid verwendet oder das Hitzeschild auf dem Space Shuttle, diese Kacheln, das ist Zirkonoxid, weil es eben einen Schmelzpunkt von 2600 Grad etwa hat. Und diese Keramik hat dann Einzug gehalten in die Zahnmedizin 1998, 99 mit der sogenannten DCS-Fräsmaschine. Und wir haben damals, glaube ich, die zweite Maschine weltweit gehabt bei uns an der Klinik und konnten dann Kronen und Brücken aus dem Material herstellen. Und dann waren wir schon wieder einen Schritt weiter, dass wir eben jetzt nicht mehr Legierungen verwenden mussten für die Kronenbrücken. Und der nächste Schritt war eben der, dass die Patienten dann gesagt haben, können wir nicht auch die Implantate aus Zirkonoxid haben? Sie machen so schöne Inlays, so schöne Kronen und Brücken aus dem weißen Keramikmaterial. Warum müssen die Implantate aus dem hässlichen Metall Titan sein? Und Titan ist auch heute noch, sagen wir mit, ja, in Deutschland vielleicht noch 95%, immer noch das Mittel der Wahl, Choice of the Dentist. Keramik, würde ich sagen, ist Choice of the Patient. Das heißt, wenn Sie einen Patienten fragen, wird der Patient immer Keramik wollen. Und dann haben wir damals angefangen, im Rahmen von einer klinischen Studie Keramikimplantate zu setzen und waren extrem überrascht, als die Patienten zurückkamen, Implantate sind ossintegriert, waren dann fest mit den Knochen verbunden. Das heißt, wenn man draufklopft, dann hört sich das wirklich hart an, die sogenannte Ossintegration, die kann man auch messen. Und dann haben wir gesehen, das Zahnfleisch sah einfach unglaublich schön um die Keramikimplantate herum aus. Und dann kamen immer mehr Zahnärzte, der erste war Dr. Lechner, der sehr bekannt ist, schon bei dir in der Sendung war, hat gesagt, Ulrich, kann ich welche von den Implantaten haben? Ich sage, so viele habe ich nicht. Ich gebe dir mal ein paar und dann wurde die Nachfrage immer größer. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss eine Firma machen und habe dann 2004 tatsächlich auf den Tag genau an meinem 40. Geburtstag die Zulassung bekommen der Behörden MDD für dieses Implantat. Das war quasi dann das erste marktfähige Keramikimplantat. Das hatten schon andere wie Dr. Rudelt aus Hamburg-Eppendorf oder auch einige Japaner hatten schon mit Zirkonoxid experimentiert, aber es kam eben noch nie auf den Markt. Und dann habe ich eben damals 2004, also ich bin in dem Sinn nicht der Erfinder der Keramikimplantate, was viele oft sagen, sondern ich war der, der eben das dann wirklich marktfähig gemacht hat und habe dann dann von diesem Punkt an das weiter ausgebaut, Zahnärzte ausgebildet und die Firma weiterentwickelt.
war aber immer bis auf den heutigen Tag selber in der Klinik im OP. Habe auch mit großem Abstand die meisten Keramikimplantate gesetzt. Das sind über 30.000, die ich selber mit meiner eigenen Hand eingesetzt habe. Da habe ich also immer noch einen sehr großen Vorsprung. Ich schätze mal, dass der nächste vielleicht nach mir mit Sicherheit noch unter 10.000 liegt. Deswegen gehe ich auch noch ganz regelmäßig in die Klinik, um die Routine noch beizubehalten und auch meinen Vorsprung zu bewahren. Und es war im Implantat, im Gegensatz zu vielen anderen, die später entwickelt wurden, das kam aus der Praxis für die Praxis. Das musste ganz einfach funktionieren, weil es waren meine Patienten. Und ich musste sicher sein, dass es funktioniert. Und damit haben wir auch die Zahnärzte überzeugt, weil die einfach gesehen haben, wenn die bei uns zugeschaut haben, hospitiert, dass es funktioniert. Ich möchte noch mehr über Titan wissen, aber das in zweiter Stelle. Du hast nämlich noch kurz Amalgam angesprochen. Und hier möchte ich nochmals kurz ein paar Sachen hören von dir. Amalgam. Kommen noch viele Schweizer oder Deutsche zu dir oder Österreicher oder Patienten aus der ganzen Welt mit Amalgamfüllungen. Wie ist das Denken der Zahnärzte heutzutage zu Amalgam? Ignoriert man es, wenn es drin ist, oder wird man konsequent daran arbeiten, es wegzunehmen? Und was sind die Folgen von Amalgam im Mund? Ja, also das war natürlich auch vor 30 Jahren noch ganz anders, aber wir wissen ja mittlerweile, in vielen Ländern ist Amalgam verboten. In Schweden schon sehr, sehr lange. In Deutschland, soweit ich informiert bin, ist das für Schwangere und Kinder unter 14 Jahren, glaube ich, darf man es nicht mehr anwenden. Wenn ich richtig informiert bin, wird nächstes Jahr 2025 Amalgam in der EU grundsätzlich verboten werden. Man sieht aber auch hier, dass am Anfang waren sehr viele Widerstände gegen die Amalgamentfernung. Ich denke auch, wenn man damals schon zu schnell in dieses Thema reingesprungen wäre, weil die Entfernung, ich darf es nicht einfach rausbauen, weil dann schluckt der Patient ja einen Großteil. Das heißt, er muss super geschützt werden durch entsprechende Silikon. Ja, das sind Kofferdamm, nennt sich das. Das ist quasi ein Gummi, der über den Mund gelegt wird. Wird ein kleines Loch reingestanzt, aus dem guckt der Zahn raus, sodass das Wasser, das zur Kühlung des Zahnes verwendet wird beim Rausbohren und abgesaugt wird durch den Sauger, eben nicht in den Patienten gelangen kann. Der bekommt auch Luft aus einem anderen Gebäudeteil oder Sauerstoff oder was auch immer. Da gibt es dann auch spezielle Absaugmethoden, spezielle Sauger, die noch über den Zahn drüber gesetzt werden und so weiter, um den Patienten zu schützen. Ich glaube, wenn damals vor 30 Jahren schon das zu schnell dieser Wechsel entstanden wäre, wäre der Schaden vielleicht sogar größer gewesen, weil die Zahnärzte müssen ja erst verstehen, wie man sachgerecht dann das Amalgam entfernt. Okay. Es ist aber tatsächlich so, dass noch jeden Tag Patienten kommen, die immer noch den Mund voller Amalgamfüllungen haben. Das ist immer noch, sagen wir mal, ein Teil unseres täglichen Brotes. Ich mache seit über 20 Jahren kein Amalgam mehr raus, weil ich natürlich auch als einer der Pioniere auf dem Gebiet selber extrem vergiftet war mit Quecksilber. Ich hatte sehr hohe Quecksilberwerte, die ich dann ausgeleitet habe. Ich hatte gerade gestern wieder eine Inusphorese, also Blutwäsche, und das gesamte Blut einmal durch eine Membran durchgeschleust wird, was eine macht tolle... Macht einmal im Jahr. Ja, und das haben wir bei uns an der Klinik installiert seit einiger Zeit. Das ist aus meiner Sicht so die schnellste, beste Entgiftungs- und Reinigungsmethode, die man auch toll anwenden kann nach Post-Covid, aber generell für alle Toxine kann man das hervorragend anwenden. Und das so ein bisschen bei uns, sagen wir mal, so das Gesetz in der Klinik, dass die jungen Zahnärzte, die zu uns kommen, die müssen dann erst mal ein paar Jahre auch mit Amalgam rausmachen. Und die, die es schon länger gemacht haben, dürfen sich dann von der Sache fernhalten. Aber trotzdem ist es doch verrückt. Ab 2025 gibt es ein EU-Verbot. Bis dahin ist es noch gesund. Und die Leute, die es im Mund haben, die sollen es auch behalten. Eigentlich müsste man etwas anderes erwarten. Wenn man sagt, es ist verboten zu machen, weil es giftig ist, dann muss ich konsequenterweise auch alle Patienten aufklären, die es im Mund haben. Hey, ihr habt was Giftiges drin, das muss raus. Ja, ist aber gar nicht gewollt und nicht finanzierbar. Es ist auch nicht finanzierbar.
Und B. Aber wir haben Geld für Waffen und wir haben Geld für weiß Gott was alles, ja, aber nicht für die Gesundheit von Menschen. Also ich denke, am Ende des Tages wäre es wahrscheinlich schon, würde es Kosten sparen, weil die Patienten dann wahrscheinlich gesünder wären. Ja? Aber sie müssen ja erst die Zahnärzte auch ausbilden. Es sind allein in Deutschland 55.000 Zahnärzte, die entsprechend ausgebildet werden müssen. Insofern denke ich, und nicht jeder Patient sieht den Zusammenhang oder möchte den sehen, ist dazu bereit. Und wir sehen einfach immer wieder, das ist so eine Regel, die ich, sage ich mal, auch ein bisschen schmerzhaft lernen musste im Bereich der Keramikimplantate. Es dauert so ungefähr eine Generation, 20, 25 Jahre. Ja, ja. Schau dir die Elektrofahrzeuge an, schau dir den Aligner an, das heißt diese Zahnspange, diese durchsichtige, die sich heute komplett durchgesetzt hat. Schau dir die Keramik-Inlays an, die eben in Zürich entwickelt wurden, an der Universität, das sogenannte CEREC-System. Aber schau dir auch meine Keramikimplantate an. Wir haben jetzt die höchsten Richtlinien, haben eine volle Empfehlung, Full Recommendation für Keramikimplantate seit 2022. Aber auch da hat es von 2000, als ich gestartet habe, über 20 Jahre gedauert. Also eigentlich jede große, wichtige Veränderung dauert so ungefähr eine Generation. Das lässt sich anscheinend nicht vermeiden. Gehen wir zum Titan. Da gibt es noch kein Verbot. Und das ist auch noch keines in Aussicht. Aber was sind die Konsequenzen, wenn man jetzt wirklich noch Titan im Mund hat? Ja, also so grundsätzlich ist es so, dass man sagen muss, Titanimplantate, ich habe ja selber vor meiner Keramikzeit ca. 12.000 Titanimplantate gesetzt. Und Titanimplantate haben grundsätzlich sehr, sehr gut funktioniert und funktionieren auch heute noch sehr, sehr gut. Es hat sich aber natürlich die Umwelt verändert und die Patienten haben sich verändert. Wenn wir uns anschauen, sagen wir mal, wie chronische Erkrankungen zugenommen haben, wie neurodegenerative Erkrankungen zugenommen haben vor 25 Jahren, da wusste noch keiner von uns, was ALS ist. Mhm. Und heute gibt es so eine Ice Bucket Challenge und so weiter. Fast jeder weiß, was ALS ist. Eine grauenhafte Erkrankung. Die Nährstoffmenge in der Nahrung geht zurück. Die Umweltbelastung nimmt zu. Der Stress nimmt zu. Und insofern leben wir heute in einer anderen Welt. Und bei Titan haben wir eine ganz spezielle Situation, dass Titanoxid ist ein weißer Lebensmittelfarbstoff. Der, zum Beispiel der Mozzarella wäre eigentlich gelb und er wird weiß, indem da Titanoxid reingemischt wird. Und genau, ist nicht das auch bei Medikamenten manchmal? Auch bei Medikamenten, Kapsel, Deodorant, überall ist Titanoxid drin, getarnt durch E171. Und ich denke, dass, sagen wir mal, dieser schon sehr großzügige Umgang mit Titanoxid dazu geführt hat, dass vielleicht auch die Verwendung des Titans sich verändert hat. Und jetzt muss man Folgendes sehen, dass das Zahnimplantat hat eine ganz große Besonderheit, weil das Titanimplantat ist eine Exoprothese. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Hüftgelenk nimmt oder eine Schraube im Knie oder irgendwo, dann ist das eine Endoprothese. Das heißt, diese Schraube, die hier vielleicht nach einer Fraktur eingebaut wird, die befindet sich zu 100% im Knochen. Mhm. Und im Mund haben wir, die Zähne sind die größte Schwachstelle des gesamten Organismus. Warum? Weil die Wurzel, die steckt im Knochen. Der Knochen gehört zum Mesoderm, zum mittleren Keimblatt. Wir alle müssen uns an die Gesetze halten. YouTube an die WHO-Richtlinien und die EU-Gesetze und wir uns an die journalistische Pressefreiheit. Deshalb sind wir Offikisana. Und darüber haben wir das Zahnfleisch liegen. Und das Zahnfleisch ist das äußere Keimblatt. Das stülpt sich in der Embryogenese, also wenn das Embryo im Mutterleib heranreift, stülpt sich das Darmrohr ein und wird dann oben Mundschleimhaut, Nasenschleimhaut, Rachenschleimhaut, Magenschleimhaut, Mundschleimhaut, Darmschleimhaut und natürlich die gesamte äußere Haut. Ist alles ein Gewebe embryogenetisch. Mhm. Und das sogenannte äußere Keimblatt. Und
Ganz wichtig ist es zu wissen, dass das Immunsystem so funktioniert, dass auf der Cutis, Subcutis und so weiter gibt es ganz tolle Immunsysteme, Kaskaden. Das heißt, wenn der Erreger angreifen, dann werden die hier abgefangen schon und eliminiert. Das System will nicht, dass die das äußere oder innere Keimblatt erreichen, also zum Beispiel in den Knochen gehen und dann eine Entzündung verursachen. Darum ist es ganz anders, ob ich mich hier nur schneide oder ob die Wunde durchgeht bis in den Knochen rein und dann die Erreger in den Knochen reinkommen. Jetzt ist es so, solange der Zahn gesund ist, ist das Zahnfleisch angewachsen am Zahn bei einem jungen, gesunden Patienten. Das heißt, die immunologische Türe ist zu, zwischen äußerem Keimblatt und innerem Keimblatt. Ja. Wenn der Patient Parodontose oder richtig heißt Parodontitis, ist ja eine Entzündung, entwickelt durch Mangelernährung, Mangel an Vitamin D3, K2 und so weiter und jetzt eine Parodontitis entwickelt, also eine Zahnfleischentzündung oder eine Zahnbetterkrankung, die Parodontitis, dann löst sich das Zahnfleisch vom Zahn, hat man diese sogenannte Zahnfleischtasche. Jetzt können die Erreger können plötzlich, wie ein trojanisches Pferd, müssen die nicht mehr durch die äußere Keimschicht durch, das heißt durch das Zahnfleisch, durch das Ektoderm, die können direkt den Knochen angreifen. Darum ist das so extrem gefährlich. Und jeder Herzchirurg weiß und lässt die Patienten vor der Operation untersuchen, dass die keine Zahnfleischentzündung im Mund haben, weil man weiß, und das haben gerade Leute, die aus der Kardiologie kommen, wie Dr. Thomas Levy, kennst du wahrscheinlich aus den USA, der ist ja ursprünglich Kardiologe, den ich auch sehr gut kenne und mit ihm eng zusammenarbeite. Und da zeigen die Studien, dass in über 80% der Gefäßverschlüsse beim Hirnschlag oder beim Herzinfarkt findet man dieselben Pathogene wie in diesen Zahnfleischtaschen. Und aber auch an den Entzündungen an der Wurzelspitze eines toten Zahnes beispielsweise. Das heißt, hier haben wir eine ganz große Besonderheit, weil das Implantat als solches, mal primär egal ob Titan oder Keramik, steckt mit seinem Gewinde fest eingewachsen im Knochen, im mittleren Keimblatt und durchdringt jetzt aber das mittlere Keimblatt und ragt in so ziemlich die schmutzigste Substanz unseres gesamten Körpers, nämlich der Speichel. Ja. Das heißt, da haben wir quasi alle Erreger, alle Keime, alle Pathogene sind da drin und jeder Zahnarzt lernt, dass der Patient muss die Augen zumachen oder eine Sonnenbrille tragen, während man näht, weil wenn ein Instrument oder die Nadel, mit der man schon im Mund war, ins Auge fällt, kann der Patient das Auge verlieren. Das heißt, du darfst niemals als Arzt oder als Zahnarzt mit einer Nadel, wo du schon im Mund eingestochen hast, nochmal irgendwo auf der Körperoberfläche einstechen. Du kannst ja 10-mal hier einstechen, meinetwegen Neuraltherapie, und dann in den Mund gehen. Passiert gar nichts. Ja, wir einfach eine tolle Durchblutung haben, aber der Speichel ist eben sehr, sehr schmutzig. Und jetzt kommt eben die Besonderheit des Keramikimplantates, des Zirkonoxides. Das ist das einzig bekannte Material, das man derzeit kennt im Periodensystem, was sich mit dem Zahnfleisch verbindet, wie ein junger, gesunder Zahn. Und bei Titan nicht so gut? Bei Titan gar nicht. Das heißt, das ist immer ein bisschen offen. Da ist immer offen. Das kann jeder Zahnarzt, jeder Patient kann das nachprüfen. Oder als Zahnarzt nehme ich einen Luftbläser, mit dem man den Zahn trocknet. Und ich blase jetzt an das Implantat, an das Zahnfleisch ran. Da tut's dann weh, wird ja? Bei Titan, wird sich das so ablösen. Ja. Da kann ich mit der Luft dazwischen gehen und das Zahnfleisch praktisch mit dem Luftbläser so wegnehmen. Und das vom wird wahrscheinlich auch wehtun von der Kälte, oder? Das eigentlich nicht. Da müsste ich jetzt schon, sagen wir, das Implantat ziemlich abkühlen. Mhm. Beim Keramikimplantat ist das Zahnfleisch fest angewachsen. Und ist das einzige Material, das wir kennen, das das schafft. Das schaffen auch keine anderen Keramiken. Und für mich ist das, sage ich mal, eines der wichtigsten Kriterien, weil ich ja von der biologisch-immunologischen Seite komme, dass ich mit dem Keramikimplantat die immunologische Türe verschließe und damit einfach auch das Risiko, dass eben Keime hier direkt den Knochen angreifen können. Bei Titan sehen wir eben, dass dieses ursprünglich eigentlich gute, es ist ein super Material, aber wir wissen auch, dass 40, 50 Jahre Forschung
Zehntausende von Studien. Wenn du auf PubMed gehst, wirst du, ich weiß es nicht, bestimmt über 100.000 Studien zum Thema Titanimplantate finden. Die haben nicht verhindern können, dass sich die Periimplantitis quasi weiter ausgebreitet hat. Was ist Periimplantitis? Periimplantitis ist dasselbe wie Parodontitis, aber nicht am Zahn, sondern am Implantat. Und das heißt, das sind heute schon, wenn man die Richtlinien anschaut, die höchste Stufe der Richtlinien, in Europa ist die S3-Richtlinie, auch spannend, eine Richtlinie wird zu 50% erstellt auf der Basis von Evidenz, also Studien, relevante Studien, und zu 50% auf Empirie, das heißt Beobachtung. Das ist immer noch ein sehr wichtiger Faktor. Und es gibt eine Richtlinie, S3-Richtlinie zum Thema Periimplantitis eben auch, also in Bezug auf diese Entzündung. Und da sieht man, und das sind die offiziellen Zahlen, dass circa 20% aller Titanimplantate, die heute gesetzt werden, werden eine Periimplantitis entwickeln. Und dann hat man echt ein Problem. Da ist die Kacke am Dampfen. Da fällt ja das Implantat raus. Ja, so würde ich es nicht sagen. Aber das Problem ist das, dass eben die, ich komme gleich zur Periimplantitis, aber diese Entzündung um das Implantat außenrum. Und wenn man zum Beispiel die Konsensuskonferenz 2006 nimmt, dann sieht man, dass über 50% der Titanimplantate haben eine sogenannte Mukositis, also quasi eine Zahnfleischentzündung ums Implantat außenrum. Und wenn das dann den Knochen angreift, dann wird es zu Parodontitis. Und das Problem ist das und die Herausforderung, dass das Titanimplantat wird, das hat, sag mal, eine Makroskopie, das Gewinde, um das Implantat reinzuschrauben, zu stabilisieren. Das ist nur für die Anfangsstabilität. Dann wächst der Knochen auf das Titan drauf und verbindet sich mit dem Titan und auch mit der Keramik. Sogenannte Osseointegration, das heißt, Osse oder Knochen integriert das Implantat im Knochengewebe. Damit das aber schnell und besser funktioniert, werden die Implantate aufgeraut, zum Beispiel sandgestrahlt und geätzt. Das heißt, die haben da noch eine Makrostruktur, die siehst du eigentlich nur unter dem Mikroskop so richtig, die dann vielleicht so eine, da weiß man genau, beispielsweise 1,5, 1,7 μ muss die Rauigkeit sein, um dann perfekt, damit die entsprechenden Knochenzellen dort sich anhaften können. Wenn jetzt die meisten Implantate haben im oberen Anteil, sind die Hochglanz poliert, weil dann natürlich die Bakterien nicht so leicht haften können. Aber natürlich im Knochenbereich sind die alle aufgeraut, weil die dadurch schneller und sicherer einheilen. Mhm. Und sobald die Bakterien, die Erreger, die Entzündung, die raue Oberfläche erreicht, dann schreitet der Knochenabbau relativ schnell voran. Und das ist heute für die Zahnärzte schon relativ großer Teil ihrer Tätigkeit, ist quasi Periimplantitis zu behandeln, die man aber eigentlich nicht behandeln kann. Es funktioniert eigentlich nicht. Und insofern haben wir ein gewaltiges Problem in der Titanimplantologie, das ist die Periimplantitis. Und die gibt es eben im Prinzip bei Keramikimplantaten, ich würde nicht sagen nicht, aber sehr, sehr viel weniger. Wenn wir uns eben anschauen, was sind die Ursachen für Periimplantitis, dann gibt es da verschiedene Ursachen, verschiedene Theorien. Einmal die Biofilm-Theorie, dass sich quasi ein Biofilm an Erregern um das Implantat außen herum niederschlägt. Bei Titanimplantaten gibt es Implantate, die auf Knochenniveau eingesetzt werden und dort ist die Verbindungsstelle. Das ist natürlich noch mal riskanter. Das beste Titanimplantat der letzten 50 Jahre und das hat auch dazu geführt, dass die Firma Straumann Marktführer wurde weltweit. Das ist ein Tissue-Level-Implantat. Das heißt, da geht das Titanimplantat durchs Zahnfleisch durch und die Verbindung wird erst sozusagen über Wasser hergestellt. Das hat aber trotzdem natürlich den Biofilm, weil das Zahnfleisch nicht anwächst am Titan. Mhm. Bei Zirkonoxid haben wir keinen Biofilm, weil das Zahnfleisch wächst dort an. Mhm. Dann gibt es die zweite Theorie, die sagt, das sogenannte Micro-Leakage, das heißt, das Zwischenteil, das auf das Implantat geschraubt wird, das hat durch die Kaukräfte, die ja enorm sein können, immer eine gewisse Beweglichkeit. Und dadurch werden da auch, sagen wir mal, Bestandteile des Titans dann durch Abrieb, durch Abnutzung freigesetzt, das sogenannte Mikroleakage. Das wurde auch gezeigt durch Professor Zipprich in
Frankfurt. Er hat es unter Röntgenaufnahmen die Bewegung beobachtet und gezeigt, wie stark die sich bewegen und so weiter, was da freigesetzt wird. Das haben natürlich Tissue-Level-Implantate, die aus dem Zahnfleisch rausragen, nicht Zirkon und Titan. Im Gegensatz zu denen, die auf Knochenniveau sitzen, die Bone-Level-Implantate. Dann gibt es natürlich noch das Thema Partikelfreisetzung. Und Titan setzt immer Titanoxidpartikel frei. Also das haben schon Weingart, Chili, Strub 1994 gezeigt. Was nicht gut ist für meinen Darm, oder? Ja, da war es sogar so, die haben gezeigt, dass nach Implantatsetzung relativ kurz drauf, wenige Wochen, haben die Titanoxid in regionalen Lymphknoten gefunden. Was natürlich, und diese Studie, die schwebt einfach seit 1994 auch so im Raume. Man weiß heute, dass das sind namhafte Referenten, wie jetzt auch Professor Albrechtson. Das ist einer der großen Pioniere der Titanimplantologie. Der hält heute Vorträge über Korrosion und Biokorrosion. Korrosion entsteht, wenn ich verschiedene Legierungsbestandteile habe. Das heißt, innerhalb des Titanimplantates, zum Beispiel eine Goldschraube verwende, das war früher Usus, macht man heute nicht mehr. Oder aber wenn ich im Mund mit dem Speichel in Verbindung zum Beispiel noch eine Amalgamfüllung habe oder eine metallbasierte Krone oder Brücke. Die Biokorrosion, die findet praktisch immer statt durch den Speichel und führt dazu, dass Titanoxidionen freigesetzt werden vom Titanimplantat. Und dieses Titanoxid führt zu einer Gewebemakrophagenaktivierung. Die Gewebemakrophagen setzen dann TNF-Alpha, Interleukin 1-Beta frei. Das sind quasi Entzündungsmediatoren, die einmal systemische Prozesse starten, aber auch lokale Prozesse, und zum Beispiel Osteoklasten aktivieren. Das heißt, die Osteoklasten sind die knochenabbauenden Zellen und dadurch wird der Knochen am Titanimplantat dann abgebaut. Mhm. Jetzt komme ich zurück zu deiner Bemerkung, ist Titan verboten? Natürlich nicht. Es ist aber tatsächlich seit über einem Jahr ist Titanoxid in Lebensmitteln verboten, in Frankreich schon. Und letztes Jahr, 2023, wurde die Verwendung von Titanoxid in der gesamten EU verboten. Das heißt, das, was Titanimplantate freisetzen, ist eigentlich schon nicht mehr erlaubt. Und wir wissen natürlich auch, dass die Parodontitis zunimmt, obwohl wir eigentlich sehr, sehr viel Forschung machen und versucht, über verschiedene Maßnahmen das zu therapieren. Was wir sehen aus der biologischen Zahnheilkunde heraus, ist, dass ich kann es etwas beeinflussen, nämlich den Knochenstoffwechsel unterstütze. Zum Beispiel durch Vitamin D3 und durch Vitamin K2. Mhm. Da kann man es unterstützen, ist aber relativ wenig bekannt noch. Und diese Partikelfreisetzung gibt es eben bei Keramikimplantaten nicht, sofern die nicht additiv die Oberfläche behandelt wird. Also solange man kein Coating macht, irgendeine Oberfläche drauf macht. Aber wir machen, wie die Titanimplantatfirmen auch, wir tun die Oberfläche sandstrahlen und äzen, um die Rauigkeit herzustellen. Also eine subtraktive Oberflächenbehandlung. Insofern gibt es diese Freisetzung nicht. Und last but not least ist es so, dass man weiß, im Herstellungsprozess kann die Oberfläche der Implantate verschmutzen. Und deswegen wurde von ganz bekannten Wissenschaftlern, da ist zum Beispiel auch der Professor Albrechtson, den ich schon genannt habe, drin, da ist aber auch der Präsident der DGI drin, der Professor Beuer, da ist der Ex-Präsident der AEO drin, Thomas Morton und viele, viele andere, Hugo de Bruin von der ACTA University in Amsterdam. Und die haben die Clean Implant Foundation, betreiben die unter dem Elektronenmikroskop Oberflächen von Implantaten anschauen. Und jetzt kann natürlich auch ein Keramikimplantat, wenn das schmutzig wäre auf der Oberfläche, durch die Produktion oder durch einen schlechten Reinigungsprozess oder durch die Verpackung, die vielleicht das Implantat berührt, dann kann ich durch das Eindrehen in den Knochen, das Einschrauben des Implantates, kann ich auch wieder eine Verschmutzung in den Knochen bringen und eine Perimplantitis auslösen. Also auch da muss man drauf achten. Und das Implantat, das ich entwickelt habe, das ist das einzige Implantat ist
zweimal im Produktionsprozess und später von der Clean Implant Foundation akkreditiert wurde mit dem Clean Implant Siegel. Also eins der säubersten Oberflächen, was eben alles wichtig ist, um diesen, man nennt den mittlerweile Perimplantitis-Tsunami, zu verhindern. Ich habe wieder unfassbar viel gelernt jetzt gerade wieder von dir, aber ich habe noch einige Fragen, deshalb muss ich die Sendung wieder verlängern, wir kommen nicht zur Ruhe. Titan ist okay innerhalb von anderen Körperstellen, wo ich jetzt nicht im direkten Zusammenhang stehe mit diesen Keimlingen vom Mund. Habe ich jetzt verstanden, aber im Mund innen bitte lieber nicht aufgrund dieser gesagten Gründe. Sagen wir mal, eines deiner Kinder hätte einen Titanstift drin. Mhm. Was würdest du bei ihr machen? Würde ich sofort austauschen, gar keine Frage. Und, Ausrufezeichen. Ja, und es ist relativ einfach. Da gibt es entsprechende sogenannte Explantationskits, wo man in der Regel kann man das Titanplantat einfach rausdrehen und dann kann man direkt ein Keramikplantat reindrehen. Machen wir tatsächlich relativ häufig. Das heißt, komme zu dir. Du nimmst den Zahn weg und dann gehst du drehst du dieses Titan raus, nimmst das Keramik, drehst es wieder rein, trache es auf und erledigt. Ja. Wirklich? Ja, man kann sogar mit dem Implantat, das ich entwickelt habe, wir haben ein sehr, sehr aggressives Gewinde mit einer hohen Oberfläche, also kein Implantat hat bei gleichem Durchmesser und gleicher Länge auch nur eine annähernd so große Oberfläche des Implantates, können wir sogar sofort belasten. Also von 5er bis 5er, also im gesamten ästhetischen Bereich, machen wir nicht nur sofort Implantat. Das heißt, wenn ein Zahn verloren geht oder ein Titanimplantat entfernt wird, ausgetauscht wird, dann wird nicht nur gleich ein Implantat eingesetzt, ein Keramikimplantat, sondern es wird sogar gleich mit einem provisorischen Zahn versorgt. Das heißt, ästhetisch gibt es für den Patienten keinerlei Einbußen, auch vom Komfort her. Und ich habe auch ganz bewusst beim Design, als ich mein System entwickelt habe, Wert darauf gelegt. Es gibt so gewisse Größen, wo sich alle orientiert haben, Durchmesser. Und ich bin immer ein bisschen breiter als alle anderen. Es gibt auch kein anderes Implantatsystem, das annähernd so viele verschiedene Konfigurationen oder Shapes hat wie unser System, damit ich eben für praktisch jeden Fall, wo ich einen Zahn rausnehme, der entfernt werden muss, der nicht erhaltungswürdig ist, oder ein Implantat aus Titan rausnehme und ersetze, kann ich es, ich würde nicht sagen immer, aber in 99% der Fälle direkt durch ein Keramikimplantat ersetzen. Ich meine, das ist natürlich Luxus, wirklich. Ich dachte immer, man geht zum Zahnarzt, will das wahr machen, aber dann habe ich wirklich monatelang eine Baustelle und mir tut die Schnauze weh. Aber das muss gar nicht so sein, sondern es geht alles am gleichen Tag und ich bin wieder schön saniert. Ja, wenn Sie den Patienten fragen, was er denn gerne hätte, dann, dann keine Schmerzen und ich komme gar nicht am liebsten. Ja, das lässt sich noch nicht vermeiden, aber deswegen sagen wir ja, die noch sind die Titanimplantate the choice of the dentist und Keramikimplantate the choice of the patient. Da gibt es auch Befragungen, Untersuchungen, wenn Sie den Patienten entscheiden lassen, wird er sich immer für ein Keramikimplantat unter 90% entscheiden. Vorausgesetzt, ich werde informiert, oder? Genau, aber wichtig ist eben, dass man diese Sofortimplantate machen kann, weil normalerweise wird der Zahn extrahiert. Wenn ich nicht sofort ein Implantat einsetze, dann bedeutet das Verheilen, dass der Knochen schrumpft langsam, der wird niedriger und wird schmäler. Auch die Papille, das ist das Zahnfleischdreieck zwischen den Zähnen, was für die Ästhetik super wichtig ist, das verschwindet. Ja. Das heißt, ich muss dann später eventuell erst einen Knochenaufbau machen. Oder ich habe eben nachher diese sogenannten Black Triangles, diese schwarzen Dreiecke, dass einfach das Zahnfleisch zwischen den Zähnen fehlt. Dann wartet der Patient 3 bis 4 Monate, hat eine Lücke oder eine rausnehmbare Prothese oder eine Brücke, die an die Nachbarzähne verklebt wird oder gar die Zähne abgeschliffen werden. Dann kommt er wieder, dann wird das Implantat eingesetzt, dann lässt man das verheilen unterm Zahnfleisch, dann hat er immer noch das gleiche Problem oder die gleiche Situation. Dann, wenn das Implantat eingehalten ist, 3 bis 4 Monate später, wird wieder eingespritzt, aufgeschnitten und dann wird das Implantat freigelegt sozusagen, die Verschlussschraube entfernt, ein Zahnfleischformer eingesetzt, wieder 6 Wochen gewartet und dann wird so langsam
das Zwischenteil des Abutmentbus der Zahn drauf gesetzt. Wir haben jetzt gerade eine schöne Übersicht hergestellt und gezeigt, dass der Patient hat 3 Sitzungen mehr, wenn er diesen alten konservativen Weg geht. Der Patient, wenn man nochmal sieht, der hat ja eine Anfahrt zur Praxis, sitzt im Wartezimmer und die zusätzlichen Termine, der hat ca. 3 bis 4 Stunden mehr Aufwand. Und der Patient, der sich ein Implantat leisten kann und möchte, der hat ja auch, sagen wir, einen gewissen Stundensatz selbst, denn seine Zeit ist ja auch wertvoll. Und aber auch der Zahnarzt verdient sozusagen deutlich weniger Geld mit der alten Methode. Bei uns ist es so, dass wir, weil eben Zirkonoxid mit dem Zahnfleisch verwächst, weil wir diese Form entsprechend kreiert haben für die Sofortimplantation und weil Zirkonoxid biologisch, immunologisch neutral ist, da kommt es nie zu einer Infektion postoperativ, nehme ich den Zahn raus, ohne aufzuschneiden. Dann habe ich ja ein Loch im Zahnfleisch, im Durchmesser des Zahnes, logischerweise. Und über dieses Loch setze ich das Implantat wieder ein. Ich nenne es die Arthroskopie des Zahnarztes oder des Implanteurs, Implantologen. Und das heißt, der Patient hat einmal eine Anästhesie und hat aber auch keine Schmerzen. Denn wo kommen die Schmerzen her? Vom Knochen und vom Zahnfleisch. Das heißt, wenn ich nicht aufschneide, hat der Patient auch keine Schmerzen. Schwellung entsteht nur, wenn ich Zahnfleisch aufschneide. Ohne Aufschneiden gibt es keine Schwellung. Das heißt, die Patienten bei uns haben keine Schwellung, haben keine Schmerzen nach dem Eingriff. So ein Eingriff, Zahn raus, kann von 5 Minuten bis 40 Minuten gehen. Implantat rein, 5 Minuten bis 10 Minuten. Das geht sehr, sehr schnell. Und jetzt haben wir ja vom Design her sogenannte Tissue-Level-Implantate. Das haben wir uns bei Straumann, bei Titanen abgeguckt, weil das war das Implantat, mit dem ich gelernt habe vor 35 Jahren. Das heißt, das Implantat schaut schon durchs Zahnfleisch raus, wird dann noch präpariert und direkt ein Provisorium draufgeklebt. Das heißt, wenn ein Patient jetzt auch mit einem Frontzahn rausgeht und wir operieren bei uns an der Klinik wahnsinnig viele Schauspieler, weil sich in Hollywood rumgesprochen hat, dass wir das unter Kontrolle haben. Und das sind manche, die sind am nächsten Tag sind die wieder in der Sendung. Und es sind Frontzähne, das heißt, die zeigen die Zähne auch, die zeigen das Zahnfleisch. Ich würde mal sagen, spätestens nach 2 bis 3 Tagen, das haben wir auch dokumentiert, sehen Sie nicht mehr, dass dort ein Zahn entfernt wurde und ausgetauscht wurde. Also ich nenne das auch eben Austausch, weil ich ja die kranke Wurzel rausnehme und ich tausche die aus gegen ein Implantat. Und wenn der Patient jetzt wiederkommt für die finale Krone, dann muss ich nicht mehr einspritzen, weil der Rand, auf dem die Krone eingesetzt wird, die liegt ja auf Zahnfleischniveau, also schon über Wasser. Also ich muss ja nicht unter das Zahnfleisch. Das heißt, der Patient hat nur ein einziges Mal eine Anästhesie und nicht 3, 4, 5, 6 Mal eine Anästhesie. Und ich nehme das Provisorium runter, präpariere das Implantat, den Stumpf, so wie ich es brauche für eine spätere Krone. Dann wird gescannt. Ich stelle die Krone her, zementiere die Krone und das war's. Also wir haben einen extrem reduzierten Aufwand, sehr, sehr viel weniger Belastung für den Patienten, auch psychische Belastung. Wenn der Patient sagt, okay, der Zahn wird direkt ersetzt, ich bekomme direkt ein Provisorium, dann ist die Bereitschaft, würde ich mal sagen, 95%, wenn sich der Patient leisten kann, ein Implantat einzusetzen. Wenn ich den Patienten nach Hause schicke und sage, wir lassen es mal verheilen, 50% der Patienten kommen nicht mehr zurück. Also insofern, das verstehen jetzt auch die Zahnärzte. Die leben mit der Lücke. Ja. Die leben mit der Lücke, was nicht gut ist, weil dann wachsen die Zähne, kippen in die Lücke rein oder die Zähne von oben wachsen runter. Ja. Der Knochen wird nicht belastet, was wir ja schon besprochen hatten. Das heißt, auch für die Zahnärzte ist so ein Vorgehen extrem interessant, weil die verlieren nicht mehr die Hälfte der Patienten. Die wollen ja Implantate setzen. Klar. Damit verdienen die ihren Lebensunterhalt. Da ist auch nichts falsch dran. Ja? Und wenn die eben sofort Implantate machen, dann setzen die automatisch viel mehr Implantate, was eben sich auch wieder in der Routine äußert. Das heißt, die haben mehr Routine, setzen mehr Implantate. Und die haben natürlich auch von der ökonomischen Seite her eine viel bessere Situation, weil sie einfach dem Patienten schneller, finaler sozusagen helfen können. Ich habe noch ein paar Fragen, aber vielleicht noch eine Klammer bei der Anästhesie, wo du gerade gesagt hast, das ist ja auch nicht ganz so ohne. Habe ich gesehen bei meiner jüngsten Tochter, die hatte mehrere Baustellen zu sanieren, immer wieder viele Termine, immer gespritzt.
Und plötzlich hatte sie eine Histaminintoleranz, hat Fructoseintoleranz, sie hat einen Leaky Gut. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich diese Kausalität herausgefunden. Mhm. Stand im Zusammenhang mit diesen vielen Spritzen hat sie das Mikrobiom kaputt gemacht. Mhm. Jetzt haben wir es wieder saniert im Darm, jetzt ist es gut. Aber nur schon diese Sensibilität zu haben, dass das passieren kann bei mehrfachen Behandlungen, das findet bei dir nicht statt, weil es ist einfach, es wird gemacht, die Sache ist erledigt. Großes Kompliment auch an dieser Stelle. Ja, vielleicht da noch ergänzend, dass aus dieser Sofortimplantation heraus haben wir die letzten 10 Jahre das sogenannte All-in-One-Konzept entwickelt. Das geht eigentlich auf Dr. Klinghardt zurück, der uns sehr, sehr viele Patienten aus den USA geschickt hat, bis Corona hatten wir ca. 80% unserer Patienten kamen aus den USA. Wow. Und, das muss man sich mal vorstellen. Und, in die kleine Schweiz kommen Sie? So viele Patienten? Ja, die kommen sehr gerne in die Schweiz, weil einfach Schweiz steht für Sicherheit, steht für clean, für gesund, was ja auch alles stimmt. Und insofern kamen die sehr, sehr gerne. Die Situation war damals so, dass wir oftmals Quadrantensanierung gemacht haben. Das heißt, ein Viertel saniert oder ein Kiefer oder eine Seite. Und dann haben natürlich die Patienten, die von weit her kamen, haben irgendwann gesagt, ich will nicht dreimal, viermal kommen, jedes Mal eine neue OP, immer wieder das Vorbereiten, das Nachbereiten und die Reise und so weiter. Können wir nicht alles auf einmal machen? Dann haben wir erst zaghaft und dann immer selbstbewusster den gesamten Kiefer saniert. Das heißt, heute machen wir eigentlich nur noch All-in-One-Behandlungen. Das heißt, in einer Sitzung nehmen wir alle Zähne raus, die raus müssen. Alle Nikos, alle Metalle werden entfernt. Das kann schon 1-2 Tage dauern, aber eben in einem Aufenthalt. Aber die übernachten dann auch bei euch? Genau, die übernachten auch dort. Und dann, in der Klinik? Ja, wir haben jetzt keinen stationären Aufenthalt, aber wir haben einige Apartments über der Klinik. Ja, wir haben ja auch ein eigenes kleines Restaurant, wo die gesunde Nahrung bekommen, zuckerfrei, glutenfrei und vegan, sodass die dann guten Aufenthalt haben und setzen dann alle Implantate ein und dann schon die festen Provisorien. Und wir waren am Anfang, waren wir uns nicht sicher, ob das zu viel sein könnte für den Patienten. Und das Spannende ist das, dass es den Patienten besser geht. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Antwort auf die Situation deiner Tochter, wie wenn wir schrittweise vorgehen. Also zu die Patienten, auch wenn die 8 Stunden lang auf dem OP-Tisch lagen, denen ging es besser als denen, wo wir vielleicht nur einen halben Kiefer saniert haben. Warum? Wenn ich jetzt einen halben Kiefer saniere und ich habe hier noch die Entzündungen, vielleicht noch die Metalle, wurzelbehandelte Zähne, Bakterien und so weiter, Toxine, dann ist natürlich das Immunsystem kompromittiert und kann auf der Seite lange nicht so gut abheilen. Wenn ich jetzt aber alles auf einmal sauber mache, dann kann das Immunsystem plötzlich durchatmen, ist sozusagen wie entfesselt in gewisser Weise und kann natürlich die Heilung viel besser in Angriff nehmen. Und das war dann etwas, was wir mit dem Dr. Klinghardt ausgetüftelt haben, die sogenannte Swiss Biohealth. Also die Klinik heißt Swiss Biohealth Klinik, mit dem Swiss Biohealth Konzept. So die ganze Vorbereitung der Patienten, dass die schon 6 Wochen vorher Mikronährstoffe bekommen, perioperativ bekommen die hochdosierte Vitamin-C-Infusionen, bekommen hyperbare Sauerstofftherapie, Inusferese, alle möglichen Dinge. Wir haben bis zu Kältetherapie, Stoßwellentherapie, alles Mögliche in die Klinik implementiert, in die medizinische Abteilung, sodass wir, die Medizin bei uns dient eigentlich nur dazu, die Zahnmedizin abzusichern und sicher zu machen, dass dem Patienten nach der OP gut geht. Und jetzt kommen die Patienten eben aus der ganzen Welt eingeflogen, bleiben immer eine Woche da. Die Behandlung selber, die zahnmedizinische, die ist vielleicht 1-2 Tage, kommt drauf an, wie viel zu machen ist, fliegen nach Hause. Und ich weiß eben auch, dass es keine Komplikation gibt, weil eine Komplikation tritt immer auf innerhalb der ersten 2-3 Tage. Nämlich wenn der Patient von dem katabolen in anabolen Zustand switcht und auch so ein bisschen in die Entspannungsphase kommt. Das ist ja, wir werden ja krank, nicht während dem Staatsexamen, sondern nach dem Staatsexamen. Ja, wenn quasi wieder auf den Parasympathikus umgeschaltet wird, Acetylcholin, und dann sagt das System, oh, dann müssen wir jetzt aufräumen. Und deswegen gibt es die meisten Notfälle am Wochenende. Das ist nicht Murphy's Law, was viele denken, sondern am Wochenende kommen die in eine Entspannung und dann kriegen die vielleicht eine dicke Backe oder Zahnschmerzen oder was auch immer. Und dadurch, dass die bei uns 5 Tage nach der OP bleiben müssen, jeden Tag Infusionen bekommen, habe ich natürlich diese kritische Phase
im Griff, weil ich kann sofort reagieren, also es passiert gar nicht, weil ich ja jeden Tag therapiere. Und dann haben die feste Provisorien und kommen nach 3 bis 6 Monaten wieder. Provisoren werden abgenommen und dann werden die finalen Kronen hergestellt. Also das ist das sogenannte All-in-One-Konzept. Ich bin sowas von beeindruckt, was, Ulrich. Was immer mehr Zahnärzte eben aufgegriffen haben und nach dem Konzept, das wir darstellen, eben durchführen. Was für den Patienten natürlich super ist, weil sich psychisch auf einen Eingriff vorzubereiten, das ist auch schon Stress. Das ist nicht ohne, ja. Ja. Also ich hatte vor 2,5 Jahren eine sehr, sehr große Schulteroperation. Nach dem Snowboardunfall hat meine Schulter komplett zerstört. Also Bankart war abgebrochen, es war der Supraspinatus abgerissen, es war die Kapsel war kaputt. Und wenn jetzt der Professor gesagt hätte, Herr Volz, ich mache da 3 Eingriffe. Wir machen erstmal, bauen wir den Supraspinatus an, dann 4 Monate später bauen wir den Bankart wieder an und dann machen wir die Kapsel. Und ich gesagt, okay, vergiss es, ich lebe damit. Und aber ich kam damals zu dem Professor Scheibl in der Schultes-Klinik und er hatte auch gut recherchiert und hat gesagt, Herr Volz, ich mache das alles in einer Sitzung. Ich mache es arthroskopisch und ich habe ja recherchiert, Sie sind da dieser Zirkonpapst, ich mache es metallfrei. Nur Polylactid-Anker. Dann innerhalb von 5 Minuten war für mich klar, ich lasse diese Therapie machen. Und das, was wir in der Zahnmedizin, es war für mich so spannend, es zu erleben. Also auch als die Pflaster wegkamen, ich habe nichts gesehen, keine Narbe nach 14 Tagen. Ich war der erste Patient, der nicht mal morgen, also ich habe nicht mal eine Schmerztablette gebraucht. Und genau das machen wir eigentlich in der Zahnmedizin. Das heißt, wir gehen arthroskopisch eigentlich vor, weil wir das Loch im Zahnfleisch nutzen, das automatisch immer da ist, wenn ich einen Zahn extrahiere. Ich mache alles in einer Sitzung und ich mache es metallfrei. Und das, was mich bei der Schulter-OP überzeugt hat, ist überzeugt im Prinzip die Patienten eben auch. Können wir noch 5-6 Minuten über das Thema Mikronährstoffe reden? Denn das hast du jetzt an zweien Stellen jetzt auch gebracht, wie bedeutsam es ist, den Patienten vorzubereiten mit Mikronährstoffen oder auch im Nachgang. Kannst du da noch etwas sagen, wie bedeutsam und warum, was du das machst? Also es ist so, dass wir natürlich durch die zunehmende Industrialisierung der Nahrungsmittelindustrie früher weiß man ja, da hat der Bauer das Feld einige Zeit brach liegen lassen. Da kommt der Begriff ja her, damit sich das alles wieder regenerieren kann, damit die Mikroorganismen dort im Boden im Prinzip alles oder hat dann auch gewisse Dinge untergepflügt. Es war einfach ein Kreislauf, der dazu geführt hat, dass die Nährstoffe oder dass die Pflanzen, die wir dann geerntet haben, sehr viele Nährstoffe hatten. Das ist so ähnlich, wie wir heute wissen, dass eine Frau sollte unbedingt mindestens 3 Jahre zwischen einer und der nächsten Schwangerschaft haben. Also so lange dauert das, bis sich die Frau komplett wieder regeneriert hat und alle Speicher wieder aufgefüllt hat. Dann muss das auch nicht gelten. Jede Schwangerschaft kostet einen Zahn, weil wenn ich gut vorbereite, dann, weil das Kind natürlich... Das ist wichtig, was du sagst, gell? Ganz wichtig. Meine Frau hat 4 Zähne verloren bei 4 Kindern, weil wir das nicht wussten. Genau, ja. Und es ist ja so, dass, dass erstens mal muss man wissen, dass die Mutter entgiftet über die Schwangerschaft. Also die meisten Gifte kriegt das erste Kind ab, und so etwa 80%. Darum haben ganz viele Kinder, Erstgeborene, wo die Mutter Amalgam im Mund hat, beispielsweise sehr hohe Quecksilberwerte. Aber das Kind wird radikal rücksichtslos, zieht der Fötus die Nährstoffe aus der Mutter raus, die er braucht. Weil es hat einfach das neue Leben hat Priorität vor dem alten Leben. Es ist einfach Gesetz der Natur. Und das haben wir eben in der Industrialisierung der Nahrungsmittelindustrie berücksichtigen, wie das nicht mehr. Das heißt, da wird sofort wieder neu angepflanzt. Ich sehe, wenn ich morgens joggen gehe, auch in der schönen Schweiz, wird eine Fruchtfolge nach der anderen. Und dadurch haben die, und das kann man ja messen, das weiß man auch, gibt zig Studien, man weiß eigentlich heute, also wenn man 100 Jahre zurückgeht, an Apple a Day keeps a doctor away. Ich müsste heute eigentlich 40 Äpfel essen, um auf einen ähnlichen Nährstoffgehalt zu kommen. Das heißt, was wir essen, was ganz toll schmeckt und auch ja, Spaß macht zu essen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, es ist eigentlich leer, mehr oder weniger, was wir essen. Und deswegen kommen wir heute nicht dran vorbei, hängt dann auch nochmal davon ab, welche Ernährungsform wir folgen, kommen wir nicht mehr dran vorbei, dass wir
supplementieren. Das heißt, wir müssen Mikronährstoffe einfach zufügen, die uns fehlen. Mache ich gerne komplett emotionslos, emotionsfrei, weil ich glaube, trotzdem, jeder lebt gerne lieber heute als im Mittelalter oder als 1900. Ich glaube, es ist immer noch eine tolle Zeit, auf diesem Planeten zu leben. Aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Wir müssen halt heute, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, selber anzubauen oder auch, wer jetzt kein Vegetarier ist, Fleisch wirklich von der Weide zu bekommen, das nicht zugefüttert wird, also alle diese Themen, der muss supplementieren. Und ich habe das eben gelernt selber an eigenen Verletzungen, die ich hatte. Wir wissen, dass bestimmt 90% der Bevölkerung haben einen Vitamin-D3-Mangel. Und wir hatten ja jetzt vor 2 Jahren, während Corona, habe ich mit dem Professor Ganati, einem der Top-Biomaterialien-Forscher und plastischen Mundkiefer-Gesichtschirurgen von der Universität Frankfurt, sein Team und unser Team, haben wir eine viel beachtete Studie rausgebracht, quasi 100 Jahre nach Entdeckung des Vitamin D3, und haben aufgrund der Evidenz der Studien, die vorliegen, haben wir die Werte deutlich angehoben. Also Robert-Koch-Institut sagt ja, eigentlich ab 12 Nanogramm pro Milliliter alles gut. Ja, ja. Also ab 30 Nanogramm eigentlich fast schon vergiftet. Mhm. Und unser Paper wurde akzeptiert im International Journal of Stem Cells in Dentistry, also eines der top gerankten wissenschaftlichen Journals, wurde es akzeptiert und veröffentlicht. Und wir haben gesagt, man muss mindestens 40 Nanogramm pro Milliliter haben. Die Target Range ist zwischen 40 und 80. Und über 80 würde man dann vielleicht ein bisschen reduzieren. Aber wir haben eben heute, weil wir viel weniger in die Sonne gehen, weil in den Nahrungsmitteln quasi nichts mehr drin ist, haben wir alle Mikronährstoffmängel, speziell eben Vitamin D3, das mit K2 zusammen den Knochenmetabolismus steuert. Und deswegen haben wir das sehr intensiv eingeführt in die Chirurgie, in die Zahnmedizin, was heute auch aufgegriffen wird von Top-Universitäten, Wissenschaftlern wie Professor Ganati, ja. Der Elmar Wienecker, der ist immer wieder bei mir und erzählt genau, diese Zusammenhänge. Genau, die Vorträge halten Biologisierung der Zahnheilkunde, nennt man das. Hm. Ja, das ist mittlerweile ein wissenschaftlicher Ansatz. Und so bereiten wir die Patienten mit Mikronährstoffen vor, die 6 Wochen vor der Behandlung und die 6 Wochen nach der Behandlung. Wobei eigentlich muss jeder lebenslang Mikronährstoffe einnehmen. Kommen wir nicht dran vorbei. Fazit. Die Wundheilung wird beschleunigt, die Entzündungsprozesse werden reduziert, die Schmerzempfindlichkeit geht zurück. Also das ist eigentlich das perfekte Paket für einen Patienten, sich mit Mikronährstoffen zu füllen und dann eben hoffentlich auch zu erhalten ein Leben lang. Ja, es ist tatsächlich so, dass man heute weiß, dass, selbst die Karies ist mikronährstoffbedingt, ist also nicht der böse Säureangriff von außen, sondern das ist der Mikronährstoffmangel, Vitamin D3 und K2, der dazu führt, dass die Mineralien, vor allem das Calcium, nicht eingelagert werden können. Es ist sogar eine initiale Karies, sogar reversibel, also die kann man wieder ausheilen, initiale Karies, durch Mikronährstoffgabe. Wir wissen aber auch heute, dass die Parodontitis, die Zahnfleischentzündung, wo man eigentlich immer noch aufschneidet und dann das Sauberkratz wieder zunäht, hat man empfindliche Zahnhälse, Zahnfleisch schrumpft weg, ist mikronährstoffbedingt. Das heißt, ich habe sicherlich seit 20 Jahren keine einzige Parodontitis-Behandlung mehr gemacht. Wahnsinn. Weil die Patienten, wenn die 6 Wochen die Mikronährstoffe einnehmen, ist die Parodontitis weg. Und zwar in 100% der Fälle, zeigen auch die neuesten Studien. Der Zahnschein ist natürlich noch da, den muss ich durch Ultraschall entfernen. Das heißt, ich adressiere eigentlich die Demineralisierung, Entmineralisierung des Zahnes mit Karies. Ich adressiere die Zahnfleischgesundheit, ich adressiere die Knochengesundheit. Und nebenbei ist ja auch Vitamin D3 eins der stärksten Antidepressiva. Das heißt, die Patienten kommen dann eigentlich auch glücklich zur OP und ganz entspannt. Also insofern, wenn es jetzt so nach dem 80-20 oder 90-10-Prinzip, wenn es eine Golden Bullet gibt, dann ist es Vitamin D3. Danke ganz herzlich. Das hat mir so Spaß gemacht, jetzt diese Sendung wieder mit dir. Danke. Und wir sind schön in der Zeit. Viel Freude gemacht. Noch eine Minute zum Abmoderieren, aber noch was zusammenfassend.
Nein, es gibt gar nichts zusammen. Du hast so ein All-in-One-Prinzip dargestellt. Es ist so bedeutsam und so schön zu wissen, dass man wirklich hinkommen kann, eine Woche bleibt, zurückgeht und alles ist erledigt. Was für ein Wunder, made in Switzerland. Dr. Med, Ulrich Volz, ganz herzlichen Dank für diese Darlegungen und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie genügend sensibilisieren dazu, einfach gewissen Gefahrenherde auch mit offenen Augen hinzuschauen und anzuschauen und das ein oder andere dann vielleicht auch wirklich mal zu verändern. Vielleicht noch 10 Sekunden. Diese Titan-Stiftzähne können auch in einer Kausalität zu einem körperlichen Problem stehen, oder? Mhm. Gut. Ja, speziell, wenn es eben zu der Infektion kommt, zu der Periimplantitis. Dann habe ich wieder diese Organe. Mm-hmm. Also auch da wieder, liebe Zuschauer, wir müssen immer wieder hinschauen und nicht vergessen, dass alles ineinander zusammenhängt und die Zähne einfach zu Ihnen gehören. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.